John Todd. Denn das ist ein Unterschied, als ich vor einem Monat oder so hier war. Ich schätze, ich bin überrascht. Ich sollte wirklich den Herrn Tag und Nacht preisen, dass jemand den Kassettenrekorder erfunden hat. Wir bekommen jede Woche Briefe, 10, 20, 30 Briefe von Leuten, die unsere Tonbänder gehört haben. Und unsere Seelsorge hat etwas in ihrem Leben bewirkt. An Orten, wo wir nie waren und bei Leuten, die wir nie sehen werden. Also war ich heute Abend ein wenig schockiert, dass so viele Leute meinen Zeugnisbericht gehört haben, die mir nie begegnet waren. Aber letzte Ostern ist lange her. Da waren auch viele Leute entsetzt. Wenn ihr wollt, nehmt diese zur Hand. Ihr werdet vielleicht ein paar Notizen darauf machen wollen. Da ist eines auf der Rückseite des ich glaube die Farben sind alle überall gleich. Gebt die Zettel nach hinten. Ich werde drüben weiterreden. Auf dem gelben Zettel auf der Rückseite Vorderseite? Was auch immer, ihr habt den auch. Morgen werden wir... Das ist der Zettel, den wir morgen verwenden werden. All die anderen werden wir heute Abend verwenden. Und ich möchte etwas richtigstellen. Das ist nicht der Fehler des Pastors, sondern der Leute, die das ursprünglich zusammengestellt haben. Es ist Epheser 6, 12, nicht 6, 14. Das ist, worüber wir morgen Abend unterrichten werden, in der Hoffnung, dass bei uns heute Abend eine große Menge Material ins Treffen geführt wird, damit das abgehakt ist. Aber ich werde mit dem gelben Zettel beginnen, und ich möchte, dass Sie einen Text aus der Heiligen Schrift darauf schreibt. Offenbarung 18.23 Unten in diesem Schrifttext steht: Sich auf Babylon beziehend, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, denn durch deine Zauberei sind verirret worden, alle Heiden. Ich kenne im Wort Gottes keinen besseren Schrifttext, um die Illuminaten zu beschreiben. Darüber werden wir heute Abend sprechen. Und ich möchte beginnen. Ich will, dass ihr die herausnehmt. Ihr könnt sie auf euren Schoß auflegen. Findet die drei Pyramiden. Ich glaube, es wird nicht möglich sein, sie Seite an Seite aufzulegen, denn auf dem purpurnen Zettel sind zwei davon, aber wir werden mit unseren Mitteln unser Bestes tun, mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und nimmt die Sphinx zur Hand. Tja, die meisten Leute verstehen die Illuminaten nicht. Wie viele Leute hier haben jemals irgendwelche Nachforschungen über die Illuminaten angestellt, bevor sie von mir gehört haben? Okay wie viele haben nachforschungen angestellt seit sie meine tonbänder gehört haben ein paar okay tja die anderen von euch können sich heute abend auf eine überraschung gefasst machen ich will nicht dass die leute mir zuhören und hier rausgehen und die dinge die ich vorbringe einfach akzeptieren ich mag es irgendwie wenn die leute hier rausgehen und sagen mann der spinnt denn die werden gehen und sie werden versuchen die beweise zu recherchieren dass ich falsch liege, und je mehr sie recherchieren, desto mehr fangen sie an, mir zu glauben. Es ist unmöglich, Geschichte zu recherchieren und die Verschwörung zu recherchieren und die Illuminaten zu recherchieren, ohne als jemand, der fest daran glaubt, daraus hervorzugehen. Der Bruder, der diese zusammengestellt hat, Bruder Tom Barry, sagte, dass er sich durch fast 2000 Bücher durcharbeitete für 20 mit Notizen gefüllte Notizbuchblätter. So gut war das versteckt. Wie viele Leute haben einen Satz Enzyklopädien daheim, einen guten Satz? Geht heute Abend nach Hause und schlagt das Wort Illuminaten nach. In manchen der Enzyklopädien werdet ihr finden, dass das existierte, aber jetzt existiert es nicht mehr. Und in anderen Enzyklopädien werdet ihr finden, dass es existierte und jetzt immer noch existiert. Aber sie erzählen euch nichts darüber. Bevor wir uns darin vertiefen, will ich euch eine Bücherliste geben. Okay? Tja, ich will ein Buch erklären, bevor ich seinen Titel nenne, und ich will, dass, dass ihr sorgfältig wählt, ob ihr es wollt oder nicht. Ich will nicht, dass ihr nachher wütend auf mich werdet, weil ich es empfohlen habe. Es ist kein christliches Buch. Es ist kein politisches Buch. Es ist ein Illuminatenbuch. Das Schreiben des Buches wurde befohlen von und es wurde produziert von Philip Rothschild, dem Anführer der Illuminaten zur heutigen Zeit. Das Schreiben des Buches wurde einer Frau namens Ayn Rand befohlen und sie war zu dieser Zeit eine der Geliebten von Philip Rothschild. Es wurde vor etwa zwölf Jahren geschrieben. Sie war bereits eine bekannte Autorin und ihre Bücher verkauften sich in der ganzen Nation. Die meisten der leute die sie lesen sind Kommunisten und sie schrieb dieses Buch es sollte ein Roman sein es hatte elfhundert Seiten also wenn ihr nicht gerne lest kauft es nicht und es wurde angeblich als Roman geschrieben aber es ist ein Kurtbuch in dem Buch ist ein Schritt für Schritt Plan um die gesamte Welt zu übernehmen indem man die Vereinigten Staaten übernimmt ich werde nun heute Abend viele Dinge sagen, durch die viele Leute versuchen werden, hier rauszugehen und zu sagen, dass ich antiamerikanisch bin. Nein, ich bin extrem proamerikanisch. Ich konnte das nicht sein, also wurde ich Christ. Aber ich bin extrem proamerikanisch. Ich bin nur antiregierung, wie sie heute in Amerika existiert. Denn es ist nicht länger die Regierung des Volkes, und ich bin pro Volksregierung wobei der Ausdruck oft von Kommunisten missbraucht wird. Es tut mir leid, falls es euch stört, dass ich ihn verwende, aber genau das steht in der Verfassung. Oh, darauf habe ich gewartet. Ich bin froh, dass er trinkt, so dass ich weiß, was drin ist. Wäre nicht das erste Mal. Tja, die macht der Illuminaten. Und ich gebe eine Erklärung. Die Illuminaten sind folgendes. Okay, erstens die meisten Leute haben die Illuminaten in Dingen gefunden, die ihren Weg gekreuzt haben. Die Leute haben sie im Okkultismus gefunden und haben irrtümlicherweise gesagt, aha, die Illuminaten sind der Okkultismus. Dann haben sie sie in der Freimaurerei gefunden und sie sagten, aha, die Illuminaten sind die Freimaurer. Dann haben sie sie in der Politik gefunden und sie sagten, oh, sie sind die Politik. Also fanden sie sie im internationalen Bankensystem und sie fanden sie im Zionismus, also listen Sie sie als genau das. Eigentlich sind all diese Dinge und viel mehr. Sie fanden sie in der Mormonenreligion. Das deshalb, weil der Anführer der Mormonenreligion hohe Ränge in den Illuminaten sind. Sie fanden sie in der John Birch Society. Das deshalb, weil der Mann, der die John Birch Society führt, sowohl ein Hochgrad Freimaurer als auch ein Mormone ist. Aber sie sind all diese Dinge und ihre Macht sind Finanzen. Wenn man ihre Finanzen wegnehmen würde, was unmöglich ist. Oh, es tut mir leid, ich vergaß euch den Namen des Buches zu sagen. Und das bemerkte ich gerade. Ich überhole mich selbst. Das Buch heißt Atlas wirft die Welt ab. Oh, Atlas, ihr wisst, Atlas hält die gesamte Erde hoch, wirft die Welt ab, wie wenn man etwas runterschmeißt. Atlas wirft die Welt ab. Das ist jetzt die Warnung, die mitgeht. Ich werde heute über okkulte Bücher sprechen und wie Dämonen in okkulten Büchern sind und in ihrer Musik und so weiter. Das ist ein zauberloses Buch. Sie haben dieses Buch nicht mit einem Zauber belegt, weil sie nicht wollten, dass die Leute dieses Buch kaufen. Außer jene innerhalb der okkulten Welt und innerhalb der Illuminaten, denen gesagt wird, dass sie es kaufen sollen. Sie sind extrem wütend, weil sie allein in diesem Jahr mehrere Millionen davon verkauft haben. Hauptsächlich an Christen, und das mögen sie nicht. Sie haben freilich versucht, den Druck zu stoppen, aber die Leute wollen nicht aufhören, das zu drucken. Sie verdienen so viel Geld. Die schlechte Sache daran ist jedoch, dass nachdem es als Roman geschrieben wurde, es einigen Passagen enthält, die in, der, in den Hostler oder an anderen Stellen gehören könnten, glaube ich. Man kann von 1100 Seiten vielleicht fünf zählen, die so sind. Ihr könnt sie rausreißen und wegwerfen. Die wurden da nur in der Hoffnung reingestopft. Die wurden da absichtlich reingestopft, um Christen davon abzuhalten, das Buch zu lesen. Also, wenn ihr zu einer Passage kommt, die ein bisschen etwas ist, was ihr nicht lesen solltet, dann blättert einfach um. Es wird dann vorbei sein und ihr könnt mit der Geschichte fortfahren. Tja, wenn ihr nicht gerne lest, überspringt die ersten 200 Seiten. Die ersten 200 Seiten sind genau wie die meisten Leute auf der Welt sind. Sie sind sehr langweilig. Nein. Eigentlich ist da eine Verschwörung von Leuten aus allen Lebensbereichen, die über dieses Ereignis sprechen, das passiert und über jenes Ereignis, das passiert. Und wisst ihr, es ist sehr langweilig aufgrund der Tatsache, dass es einen wissen lässt, dass es die Verschwörung ist, die die Ereignisse plant. Es ist wie wenn man heute die Zeitung liest. Man weiß nicht wirklich, was im Hintergrund passiert. Aber nach den ersten etwa zweihundert Seiten achtes Kapitel neuntes Kapitel irgend sowas, beginnt es einem zu zeigen, dass alles, was passiert, aufgrund einer Verschwörung passiert. Und ich werde alle diese Dinge bevor nennen und ich will etwas sagen, bevor ich euch die restlichen Bücherliste geben. Die gewöhnlichen Namen der Illuminaten ist die Verschwörung oder die große Verschwörung. Nun, bis wir das Schulsystem an Leute innerhalb der kommunistischen Partei und innerhalb der Organisation der Illuminaten usw. So verloren, wurde einem im Geschichteunterricht beigebracht, und manche Leute können sich daran erinnern, falls ihr zugeben wollt, dass ihr so alt seid, dass euch so Geschichten beigebracht wurde, dass etwas passierte, weil jemand sich dazu verschworen hatte, dass es passierte. Dann wollten wir in dieser Nation nicht, dass irgendjemand eine Ahnung bekommt, dass unsere Regierung vielleicht eine Verschwörung ist. Also entschieden sie, dass sie damit beginnen zu unterrichten, dass es einfach passierte, weil es passierte. Ihr wisst, der Zweite Weltkrieg passierte, weil die Leute einfach wütend wurden. Der Erste Weltkrieg passierte, weil die Leute wütend wurden. Die Depression passierte, weil wir zu viel zu früh kauften, ohne genug Geld zu haben. Sie wollten nicht, dass irgendjemand eine Ahnung davon bekommt, dass das alles passierte, weil jemand sich dazu verschworen hatte, dass es passiert. Aber ich hoffe heute Abend eine Sache zu erreichen, mehr als alles andere, dass ich eure Einstellung ändern werde, dass ich in eurem Leben neue Formen oder Muster setze oder was auch immer, dass ihr hier rausgehen werdet, und wenn etwas passiert, sagt ihr Tja, ich frage mich, was Sie wirklich vorhaben. Wirklich? Okay. Und wir werden heute Abend über ein paar Dinge sprechen. Ich will mit dem gelben Zettel beginnen. Da fehlt etwas auf dem gelben Zettel. Ich will, dass Sie ein Kästchen zeichnet. Nein, zeichnet kein Kästchen, tut mir leid. Unter The First National Bank schreibt Federal Reserve Act oder The Federal Reserve Commission, FRC. F.R.A. Auf welche Art ihr das auch immer schreiben wollt. Ihr könnt das abkürzen oder was immer ihr tun wollt. Alles klar. Wenn ihr nun die Pyramide anseht, beginnen wir mit der, wo Organisation steht. Tja, es gibt keine Möglichkeit, eine Predigt zu halten, wenn man einen Unterricht wie diesen abhält. Ich werde heute Abend Schullehrer spielen. Falls manche von euch das langweilig finden, dann hat es euch in das falsche Meeting verschlagen. Denn ihr könntet genauso gut glauben, dass ihr wieder in der Mittelschule seid oder auf der Uni oder was auch immer. Denn ungefähr so wird es heute Abend sein. Ich werde eine Menge Fakten nennen. Ich werde versuchen, dass genug Zeit übrig bleibt, um Fragen zu beantworten. Denn es gibt keine Möglichkeit, dass ich alles sage, was ich heute Abend sagen werde, ohne ein paar Leute verwirrt zurückzulassen. Der Pastor ist verschwunden. Pastor? Hier ist er. John Todd? Hier ist er. Könntest du den Air Conditioner einschalten? Es ist heiß hier drin. Nein, ich spüre nichts. Mit zu vielen Leuten vollgestopft in einem Gebäude wie diesen. Aber ich beginne etwas zu spüren. Okay. Beginnt mit dem, auf dem Organisation steht. Und falls es euch auffällt, auf allen Pyramiden sind die ersten drei Blöcke genau gleich. Falls ihr meinen Zeugnisbericht gehört habt, dann wisst ihr, dass ich vom Rat der Dreizehn kam. Jetzt will ich stoppen und etwa drei Minuten nehmen, um die Lehre des Hohen Teils des Okkultismus zu erklären. Die letzten drei Ebenen des Okkultismus, die vierte, fünfte und sechste Ebene. Und die meisten der modernen Sekten heutzutage, besonders der Mormonismus, glauben dieselbe Sache. Wie viele Leute haben jemals den Film Voodoo Child gesehen? Niemand hat diesen Film hier gesehen? Ein paar Leute haben ihn gesehen, okay. Und ich glaube Sandra Dee hatte darin eine Hauptrolle oder so. Okay. Das war vielleicht einer der heftigsten Filme wahrheitsgemäß über Hexerei und ihr Glaubenssystem, der jemals existierte. Tja, die ursprüngliche okkulte Bibel, Wicca-Bibel, wurde Necronomicon genannt. Es existieren heutzutage nur drei Drucke davon. Einer ist in der Stadtkathedrale in St. Petersburg, in der UdSSR. Einer ist in New York City. Nein, tut mir leid, einer ist in Glasgow und einer ist in London. Ich sah es, als es unterwegs war. Das London Museum war für eine Weile in New York, und ich konnte es halten und ansehen, als ich im Okkultismus war. Daraus begründete sich nun das Buch der Schatten die okkulte Bibel. Mehrere Bücher, von denen wir hoffen, dass wir sie verbrennen werden, bevor es vorbei ist, wurden auf Basis des Necronomicon geschrieben und sind heutzutage in Händen vieler Christen. Nun, gemäß dem Necronomicon passierte am Beginn der Welt, dass Menschen oder Sterbliche ihr beachtet. Hexe, kennt ihr den Unterschied zwischen Hexen und Sterblichen? Das Sterbliche oder aller Welts, Männer, Frauen und so weiter irgendwie vom Affen abstammten und so weiter. Und dass am Anfang dieser Welt der Sohn des Schöpfers aller Dimensionen und des Universums aus der Dimension kam, in der die Götter wohnen. Sie kamen hierher mit, glaubt es oder auch nicht, fliegenden Untertassen. Und dass sie sich mit den Leuten dieser Welt paarten und deren Kinder waren die Hexen. Und tatsächlich findet man das in einem Buch namens das Buch Henoch, das das Buch Noah beinhaltet, das all diesen Müll beinhaltet. Nun, gemäß diesem waren die kleinen Leute die Hexen, die Feen, die Hobbits, die Elfen und so weiter. Und die waren die Bewohner dieser Welt und begannen dann durch Heirat untereinander aller Weltsleute zu werden. Nun, der Sohn Luzifers hieß Adam. Das ist jetzt genau das, was in der Mormonenbibel steht außer dass die ihn nicht Luzifer nennen und dass Adam der Vater dieser Welt ist und Eva war seine Frau. Sie nennen sie auch Aschera, Diana, Isis, Aphrodite, viele Namen, Hekate, Selene, mit anderen Worten die Mutter der Schöpfung. Nun, gemäß dieser Lehre waren die Leute, die zu dieser Welt kamen, die Götter, die am Olymp und anderen hochgelegenen Orten lebten und das als die Rothschilds damals ungefähr im siebzehnten jahrhundert oder so begannen die götter in den Rothschilds zu leben sie hatten sie als die reinste familie im okkulten glauben erwählt und durch die Rothschilds schufen sie die Illuminaten was sie zu göttern machte nicht zu sterblichen nicht zu hexen sondern sie selbst zu göttern nun könnte ich das einwerfen und wir diskutieren es später sie glauben dass Adam heutzutage wieder am Leben ist und dass er bereit ist, die Welt zu regieren. In Frieden übrigens. Was sonst? Wenn ihr jetzt die Pyramide anseht, der Schlussstein ist von der Pyramide befreit, denn der Schlussstein sind die Rothschilds und die betrachten sie nicht als Menschen, sie betrachten sie als Götter. Das Auge ist der Vatergott Luzifer. Der Rat der Dreizehn ist jetzt gleich da. Denn dies sind die privaten Geistlichen der Rothschilds. Die Illuminaten funktionieren, wie alle heidnischen Regierungen zu funktionieren pflegten. Von Babylon, von Moab, von Ägypten, von Griechenland, von Rom, von Schottland, von Irland usw. So alle heidnischen Regierungen funktionieren auf dieselbe Weise. Die Priester und Priesterinnen des Tempels sagten den Herrschern der Regierung, wie den Pharaos oder den Cäsaren oder was auch immer, was sie tun sollten. Denn ihnen wurde von den Göttern gesagt, was sie tun sollten, und die Pharaos hörten auf sie. In diesem Fall sind jetzt die Götter die Rothschilds. Also wenn das, was ich heute Abend sage, und falls ihr meinen Zeugnisbericht gehört habt und euch fragt, warum kann ein Mann in der Hexerei usw., so der so jung ist, Gouverneuren, Senatoren und manchmal sogar Präsidenten sagen, was sie tun sollen. Das ist deshalb, weil sie zu den Illuminaten gehören. Und die Illuminaten sind eine heidnische Regierung, die auf sie hört, denn die kriegen nicht die Befehle, sie wiederholen einfach die Befehle, die ihnen von diesem Schlussstein namens die Rothschilds gegeben wurden. Nun, wir haben die drei Pyramiden gezeichnet, aus denen die Illuminaten bestehen. Ihr könnt sie euch später genau anschauen aber da ist eine die ich besprechen will bevor wir uns in den gelben zettel vertiefen lasst mich welche der purpuren hier nehmen oh es tut mir leid ja nehmen wir ganz schnell organisation zur hand ich will euch etwas vorlesen nun ich weiß dass wir ein paar freimaurer hier haben ich werde wieder auf euch eingehen nun Viele von euch wissen, dass ich für Chick Publications ein Buch gemacht habe, das The Broken Cross heißt. Wir haben ein weiteres geschrieben, das in etwa drei Monaten erscheinen wird. Ihr würdet die Drohungen nicht glauben, die wegen diesem Buch gekommen sind. Es geht auf die Mormonen los. Es geht auf den Okkultismus los. Es geht auf die Verschwörung und die Rothschilds los. Es geht auf die Freimaurer los. Mann! Ich glaube, die werden in einen Schutzbunker gehen müssen, anstatt da drüben kugelsichere Fenster zu haben. Und es hat wirklich die Infiltratoren innerhalb der christlichen Kirche raus in die Öffentlichkeit gebracht. Und ich werde euch eine Passage vorlesen, die in diesem Buch erschienen ist. Ich werde euch eine Passage aus einem der höchsten Bücher vorlesen, die in der Freimaurerei geschrieben wurden. Es ist ein Buch, das nur von Freimaurern des 33. Grades gelesen werden sollte und jenen des 30., einunddreißigsten und 32., deren Leben beweist, dass sie keine Christen sind, denen sie dieses Buch geben können. Wir haben eine Kopie davon. Wir haben die Kopie fotokopiert und wir haben sie quer durchs Land gezeigt. Wir haben überall Leute aus der Freimaurerei rausgebracht aber wir haben auch eine menge freimaurer wütend auf uns gemacht aber ich werde heute nicht tun was ich üblicherweise mache und die freimaurer richtig aufs Korn nehmen ich werde ganz einfach aus zwei ihrer bücher vorlesen und ich werde die freimaurer ihre eigenen schlüsse ziehen lassen zitat was wir der menge sagen müssen ist dies wir beten einen gott an doch es ist ein Gott, den man ohne Aberglauben verehrt. Zu euch, souveränen Generalgroßinspektoren, sagen wir dies, damit ihr es für die Brüder des 32., 31. und 30. Grades wiederholt: Die freimaurerische Religion sollte von uns allen, die wir Eingeweihte des höchsten Grades sind, in der Reinheit der luziferischen Lehre erhalten werden. Wenn Luzifer nicht Gott wäre, würde Abaddon. Zitat Ende. Bevor ich jetzt weitermache, werden wir sehen: Für euch Forscher in der Offenbarung, Abaddon findet man in der Offenbarung als den Wächter des Abgrunds, den Dämon über dem ganzen Rest der Dämonen. Zitat. Würde Abaddon, der Gott der Christen, dessen Taten seine Grausamkeit, Respektlosigkeit und Menschenhass, Barbarei und Ablehnung der Wissenschaft beweisen, würden Abaddon und seine Priester ihn verleumden? Ja, Luzifer ist Gott. Deshalb ist die Lehre des Satanismus eine Heresie, und die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer. Die Entsprechung von Abaddon, Jesus Christus. Doch Luzifer, Gott des Lichts und Gott des Guten, kämpft gegen Abaddon, den Gott von Finsternis und Bösen, um die Menschheit. Zitat Ende. Sie nennen Jesus Abaddon, sie nennen Luzifer alles, was wir über Jesus glauben, und Jesus alles, was wir über den Teufel glauben, und das ist in einem ihrer eigenen Bücher. Nun, falls ihr es alle auf diesen drei Blöcken bemerkt, Falls irgendjemand von euch den Rat der 33 bemerkt, der Rat der 33 ist folgendes. Innerhalb der Freimaurer gibt es den 32. Grad, dann gibt es den 33. Ehrengrad und dann gibt es den 33. Ich werde euch aus Die verlorenen Schlüssel zur Freimaurerei vorlesen, geschrieben von Manly P. Hall. Einem Freimaurer des 33. Grades und mitgeschrieben hat ein anderer Mann des 33. Grades und illustriert von einem Freimaurer des 32. Grades. Alle waren in der Freimaurerei. Das wurde 1942 geschrieben. Es ist ein Buch nur für Freimaurer. Ich werde euch die Initiation, um ein Mitglied des Rats der 33. zu werden, vorlesen. Der zweithöchste Rat innerhalb der Illuminaten. Zitat wenn der freimaurer lernt daß der schlüssel zum warrior on the block die ordentliche anwendung des dynamos lebendiger energie ist hat er das geheimnis seines handwerks gelernt die schäumenden energien luzifers sind in seinen händen und bevor er weiter und aufwärts steigen kann muß er seine fähigkeit beweisen energie ordentlich anzuwenden er muß in den fußstapfen seines vorvaters Tubal Kain nachfolgen, der sein Schwert mit der mächtigen Stärke des Kriegesgottes in eine Pflugschar hämmerte. Zitat Ende. Als ich errettet wurde, beschwerte ich mich. Nein, nicht als ich errettet wurde. Ich fand das gar nicht heraus, bevor ich errettet wurde. Als ich im Okkultismus war, beschwerte ich mich auf einer Ratssitzung, weil der 33. Rat so viel Macht hatte und ich dachte, dass es ungerecht wäre. Denn ich hatte mit Lucifer so großartig bewiesen. Wisst ihr, Hexen sind sehr stolze Leute. Und ich beschwerte mich, dass die nicht dieselbe Sache gemacht hatten. Nun, wir wussten wirklich nicht, dass der Rat der 33 tat und was deren Rituale waren. Denn wir waren Okkultismus und sie waren Freimaurer. Als ich errettet wurde und das löste, fand ich heraus, dass sie dieselbe Sache taten. Das Warrior on the Block Ritual wo ich sagte, sie müssen ihre Fähigkeit beweisen, diese Energie ordentlich anzuwenden. Das Warrior on the Block Ritual ist Menschenopfer. Sie machten dasselbe Ritual, genau die Anführer des freimaurerischen Glaubens. Erinnert euch, sie sagten, Zitat, wir Eingeweihte der höchsten Grade, Zitat Ende. Sie lachen über die blaue Loge und jene unter ihnen, wegen dem, was sie wirklich wissen, und wen sie wirklich anbeten. Bei uns wurde vor etwa zwei Wochen, jetzt schon vor etwa drei Wochen, ein Mann in Jacksonville, Florida, errettet. Das war ein Freimaurer des 32. Grades. Sein Vater war ein 33. Sein zukünftiger Schwiegervater war ein 33. Seine Mutter und zukünftige Schwiegermutter und Verlobte waren alle im Eastern Star. Und er war bereit, den Warrior on the Block durchzuführen als er errettet wurde. Er sagte uns, Kann ich kommen und bei eurem Rückzugsort anheuern? Meine eigenen Eltern werden meine Tötung im Auftrag geben, weil ich die Freimaurerei verlassen habe. Tja, das ist ein Freimaurer des 32. Grades, der das sagt. Denkt drüber nach. Alles klar? Seht jetzt mit mir auf die Rückseite des purpurnen Zettels die politische Organisation. Okay. Das Trilateral Council und das Council on Foreign Relations, das sind zwei verschiedene Blocks. Und es sollte wirklich nicht so sein. Ihr könnt es so lassen. Das Trilateral Council ist die Denkzentrale des Council on Foreign Relations. Die meisten Leute wissen nicht, dass Amerika, ohne ein offizielles Mitglied zu sein, ein Mitglied des europäischen Gemeinsamen Marktes ist. Das Trilateral Council ist die amerikanische Version des europäischen gemeinsamen Markts. Jedermann im Council on Foreign Relations und jedermann im Trilateral Council glaubt, dass Lucifer unangefochtener Gott ist. Und hat es erklärt. Hat einen Geheimhaltungsschwur abgelegt und hat sein Leben dem gewidmet, dafür zu sorgen, dass Adam die Welt erlangt. Unser Präsident ist ein Mitglied des Trilateral Council und das ist eine bekannte Tatsache für Leute, die sich sehr für Politik interessieren. Also bitte niemand, niemand möge mir erzählen, was für ein großartiger Christ er ist. Also lasst uns zum gelben Zettel wechseln, zur Sphinx. Und wir werden mit etwas anderem weitermachen. Ich werde euch den Rest dieser Bücherliste geben. Ich habe nichts vergessen. Habt also einfach Geduld mit mir. Wenn ihr Atlas wirft die Welt ab genau lest dieses Buch würde wie ich gesagt habe vor zwölf Jahren geschrieben werdet ihr herausfinden dass ihr die Titelseiten der Zeitungen heutzutage lest die Ölknappheit die nicht existiert sie legen da dass sie ihre eigene Ölquellen zerstören dass sie ihr eigenes Öl verstecken damit es niemand haben kann sie legen da wie sie die kohleminen zerstören und die kohleminen stilllegen um die elektrizität abzuschalten sie legen da wie sie das land lähmen und keine nahrung wird angebaut es legt da wie sie Zeug züge auswählen und zum entgleisen bringen so daß keine züge fahren es legt da wie sie jedes jahr tausende schiffe versenken und kapern wir haben gerade kürzlich einen Bericht der Küstenwache unten in Florida gehört, wie sie die Leute bitten, dass sie nicht auf Fischerbooten in die Gegend des Bermuda-Dreiecks hinaussegeln. Nicht weil sie an das Bermuda-Dreieck glauben, sondern weil letztes Jahr über tausend Schiffe gekapert wurden und jeder an Bord wurde getötet und in den Ozean geworfen. Tja, das setzen sie nicht gerne auf die Titelseite, falls euch das klar ist. Das könnte Leute auf den Plan rufen, die sich einige Dinge fragen. Und das ist alles in diesem Buch. Es wurde vor zwölf Jahren geschrieben, und in dem Buch erlangen sie die Kontrolle über die Welt, indem sie ihre eigenen Geschäfte in den Bankrott treiben. Die Illuminaten besitzen die meisten, ich würde sagen neunundneunzig und neun Zehntel der Läden, in die ihr reinspaziert und einkauft, und die Tankstellen, zu denen ihr fahrt, und sie werden mit Absicht diese zerstören. Sie sind in den letzten Jahren dabei, all die Läden aufzukaufen, die sie nicht besitzen, und sie in den Bankrott zu treiben. Sie haben Grant aufgekauft, und die ihn in den Bankrott getrieben. Sie haben gerade Two Guys aufgekauft und ihr könnt zuschauen, wie sie den Betrieb einstellen. Und sie halten den Betrieb bei denen, die sie immer besessen haben, aufrecht und sie werden sie in Kürze in den Bankrott treiben und sie kaputt machen und sie zerstören und die Idee der Übernahme ist, die gesamte Welt in den Bankrott zu treiben, wo nichts irgendeinen Wert hat und die Währung existiert nirgends, und dann zurückzukommen und alle Probleme zu lösen. Ich hörte kürzlich The Gathers, die meine Lieblingsgruppe sind, auf einer Aufnahme bei einem Livekonzert. Da sprach er über die Energiekrise. Er sagte: "Das ist lustig. Es ist egal, ob es die Republikaner oder Demokraten sind. Sie werden gewählt. Sie verursachen diese Probleme und lösen sie dann, so dass es aussieht, als ob sie etwas machen." Tja, das ist ungefähr, wie es wirklich ist. Und das Buch endet. In Atlas wirft die Welt ab damit, dass der Held John Gerd, der in Wirklichkeit Philip Rothschild ist, seine Hand in die Höhe hebt und das Symbol seiner Organisation, es steht nie Illuminaten im Buch, in die Luft zeichnet und sagt, mögen wir dieses Symbol zurückverfolgen. Und das Symbol, das er zeichnet, ist dieses. Kann ich das für euch schreiben? Das Dollarzeichen. Nun, das Dollarzeichen wird übrigens nur in Amerika verwendet, nirgendwo sonst, um Geld zu repräsentieren. Es ist fast achttausend Jahre alt, oder vielleicht geht es auf eine noch ältere Zeit zurück. Man kann es in den Pyramiden finden, und es bedeutet Geiseln oder Strafen und durch Bestrafung reinigen und richtig machen. Das bedeutet es. Lustig, dass wir das dem Geld als Symbol gegeben haben. Nun, die Rothschilds führen die Illuminaten und in jedem Land haben sie eine Familie, wobei das Oberhaupt dieser Familie das Oberhaupt der dortigen Illuminaten ist. In den Vereinigten Staaten haben wir die Rockefellers. David Rockefeller als Oberhaupt unterstehen sowohl das Council on Foreign Relations als auch die Trilateral Administration bzw. Council, was der Name der Illuminaten innerhalb der Vereinigten Staaten ist. Und diese, es gibt mehr Blöcke in diesen Dingen und mehr Blöcke in den Pyramiden, aber wir haben die Hauptblöcke platziert, die Amerika interessieren würden. Und die Hauptquelle der Finanzen für die Illuminaten auf der ganzen Welt, aber besonders in den Vereinigten Staaten, ist die Standard Oil Company. Nun werde ich heute Abend über etwas unterrichten, wovon die Illuminaten hoffen, dass es niemand jemals herausfinden würde. Natürlich könnt ihr nachprüfen, wer Standard Oil besitzt. Das ist David Rockefeller. Er ist der Besitzer von Standard Oil. Nun, als wir in den Illuminaten waren, mussten wir die Hieroglyphen der Illuminaten lernen, und wir mussten in den Läden einkaufen gehen, die sich die Illuminaten markieren, womit sie ihre Läden markieren. Natürlich besitzen sie fast alles, aber ihre Hauptgeschäfte markieren sie, und Standard Oil ist der Großkonzern, der fast alles besitzt. Ich will euch die Dinge sagen, die sie besitzen. Ihr werdet nicht glauben, was sie besitzen, so erstaunlich ist das. Wenn ich die meisten Leute heutzutage fragen würde, Außer Standard Oil, dazu komme ich noch, was würdet ihr sagen, ist die Nummer 1 Großkonzern innerhalb der Vereinigten Staaten? Irgendjemand? Sagt es mir, außer Standard Oil. Sears? Das ist Standard Oil. Zuhörer: General Motors. John Todd: General Motors. Darauf habe ich gewartet. Standard Oil besitzt General Motors. Sie besitzen Ford, Sie besitzen American Motors, Sie besitzen Chrysler. Nun, man kann hier unten auf Federal Department Stores sehen, Federal Department Stores ist Sears, Pennies. Ein Mann, der mit den Illuminaten sehr eng und innerhalb sehr populär ist, lebt nicht allzu weit von hier, der alle Federal Department Stores besitzt. Er lebt in Columbus. Sein Name ist Lazarus. Nun, Lazarus besitzt Federal Department Stores. Federal Department Stores besitzt Gold Circle. Sie besitzen Crest G's, welches Kmart besitzt. Sie besitzen so ungefähr jedes Warenhaus in den Vereinigten Staaten. Globe, Ontario und so weiter. Sie besitzen Woolworth, welches Wilkos besitzt. Aber Standard besitzt Mobil und Mobil besitzt Montgomery Ward. Versteht ihr, worauf das hinausläuft? Nun, man kann herausfinden, was Standard besitzt, weil sie ihre Zeichen mit Blau und Rot markieren, alles, was sie besitzen. Sie markieren auch alle ihre Ölgesellschaften mit okkulten Symbolen. Das Hauptsymbol ist das Zeichen ihres Gottes, der fünfzackige Stern. Und die heftigste Version, die ich davon jemals gesehen habe, ist ein fünfzackiger Stern, der Regenbogenfarben abstrahlt, weil sie wissen, dass Luzifer der Gott des Regenbogens ist, wie sie es ausdrücken. Und wenn man Hesekiel 28 liest, findet man heraus, dass er strahlt. Er strahlt tatsächlich irgendwie wie ein Regenbogen. Er ist bedeckt mit verschiedenen farbigen Edelsteinen und so weiter. Und dieses Ding. Sie haben Synokor mit dem Pfeil durch, denn das ist das Zeichen des mit einem Zauber belegens. Der Pfeil. Sie verwenden 76, weil 1. Mai 1776 Ihr Geburtstag ist, jener der Illuminaten. Sie verwenden das Zeichen dessen, worin Hexen praktizieren. Dieser magische Kreis. Wenn Sie mobil schreiben, schreiben Sie alles in Blau, aber Sie lassen den Kreis in Rot. Die meisten Leute bemerken das nicht einmal, dass da ein Unterschied ist. Das geflügelte Pferd in Marathon, Pegasus, ist der Götterbote. Es geht so weiter und weiter. Holiday Inn ist der Stern mit dem Regenbogen. Und es geht einfach so weiter und weiter. Der uralte Pfad davon, was eine Hexe meistern muß, um eine mächtige Hexe zu sein, ist das Symbol von Dannys, welches in ihrem Besitz ist. Ich sehe, dass Sie Sears getrennt von Federal Department Stores anführen. Das sollten Sie echt nicht. Shell Oil war die letzte Ölgesellschaft, die Ihnen zufiel, und Königin Juliana, die ein Mitglied der Fünfhundert ist die Bilderberger, und die Ehemann Prinz Bernard und Philip Rothschild besitzen 90% von Shell Oil. Gall hat keine okkulten Zeichen, denn es ist im Besitz von British Products. Aber British Products ist im Besitz der Illuminaten. Fossil ist im Besitz der Mafia, die von den Illuminaten kontrolliert wird. Ich weiß nicht, wieso Union 76 separat ist, denn es ist ein Mitglied von Standard Oil. Aber das wird euch eine Ahnung vermitteln. Und First National Bank macht jetzt eine neue Sache. Sie bringen außen an ihren Gebäuden 13 Kreise mit all den Abzeichen der Illuminaten darauf an. Ich schätze, sie wollen verlorene Macht wieder haben. Sie verwendeten die 13 plus dem Auge und plus all den verschiedenen Sachen und so weiter. Chase Manhattan Bank und Bank of America sind beide im Besitz der Rockefellers. First National ist im Besitz der Daos und der DuPont's und der Kennedys und der Federal Reserve. Ich drehe durch. Ich sagte euch, dass ihr Federal Reserve Act dort draufschreiben sollt. Ich schaue heute Abend wohl nicht. Die meisten Leute denken, dass der Federal Reserve Act eine Abteilung der Regierung der Vereinigten Staaten ist. Das ist er nicht. Der Federal Reserve Act ist eine Gesellschaft im Besitz von Anteilseignern. Das ist illegal. Das ist gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten. Aber niemand wagt, sich dem zu widersetzen. Nun, was den meisten Leuten nicht klar ist, ist, dass in der Verfassung steht, der Kongress möge die Gewichte und Maße und den Wert unseres Dollars festsetzen. Doch das tut der Federal Reserve Act. Nun, der Federal Reserve Act wurde von Woodrow Wilson durchgeboxt, dem ersten Illuminatenpräsidenten seit Thomas Jefferson. Und er war schlau, er schickte alle weg, damit sie zu den Weihnachtsfeiertagen nach Hause fahren, und behielt fünfundfünfzig Kongressabgeordnete und Senatoren dort, die zu den Illuminaten gehörten. Das war damals, bevor sie den Kongress in der Hand hatten. Und bevor alle zurückkommen konnten, hatte er das durch den Kongress gepeitscht, und sie beschlossen den Federal Reserve Act. Seht ihr, jetzt machen sie das anders, sie haben alle in der Hand. Jetzt möchte ich ein paar weitere Dinge sagen. Und dann werden wir uns mit ein paar Dingen zu diesen Zeichen befassen und dann werden wir Fragen entgegennehmen. Wenn ihr diesen blauen Zettel zur Hand nehmt, auf dem steht Illuminatenplan zur Übernahme der Welt. Alles klar, schaut weiter. Da steht, demokratischer Präsident erreicht Beschluss unseres Gesetzes. Das ist unser Mann, JC. Das erste Gesetz, das die Illuminaten haben, dessen Beschluss sie noch nicht erreicht haben, das Nummer 1 Gesetz, das sie beschlossen haben wollen, heißt The Dow Gun Act. Nein, tut mir leid, The Dies Gun Act. Er ist verfasst von Isaac Bonwitz, den ihr auf der Rat der 13 Liste dort finden solltet. Aber angeblich soll er wirklich von Martin Dies verfasst worden sein, der Jimmy Carters Wahlkampf geleitet hat und Oberhaupt des National Handgun Control Center in Atlanta, Georgia ist. Nun, die meisten Leute wissen nicht, wie wichtig es ist, dass wir unser verfassungsmäßiges Recht nicht verlieren, eine Waffe zu besitzen. Die Illuminaten werden niemals in der Lage sein, halter's kelter zu starten, was auf diesem Ding ist, und ihr könnt später darüber lesen, außer sie sind in der Lage, die Leute zu überzeugen, damit sie nicht von Tür zu Tür gehen müssen, sich die Straße entlang kämpfen, während sie verbrennen und töten und vergewaltigen und alles andere. Also haben sie versprochen, dass dann in eineinhalb Jahren nichts mehr in Form von Waffen existiert in irgendjemandes Hände. Nun, ich glaube, dass die Illuminaten dabei ein kleines Problem haben werden, denn sie haben darauf gezählt, dieses selbe Gesetz in Massachusetts als Testgesetz zu verabschieden, und sie haben es verloren. Das Gesetz hätte der Nationalgarde und der Staatspolizei das Recht gegeben, ohne Durchsuchungsbefehl in Euer Zuhause zu kommen und Eure Waffen zu suchen und sie zu konfiszieren und Euch festzunehmen, falls Ihr sie nicht innerhalb von sechzig Tagen an Verabschiedung des Gesetzes abgegeben hattet. Sie dachten, dass nachdem Massachusetts der stärkste Antiwaffenbundesstaat der Nation ist und nachdem Ted Kennedy angeblich das Gesetz selbst geschrieben hatte, es verabschiedet würde. Tja, die hatten einen Schock zu erwarten. Es erlitt eine Erdrutschniederlage, beinahe drei zu eins, und das sagte ihnen in Angst, dass dieses selbe Gesetz in den Vereinigten Staaten vielleicht nicht verabschiedet werden würde. Nun, die anderen Gesetze entfernen Steuerbefreiungen von Kirchen, House Bill 41, Wovon ich sprach, als ich zuvor hier war. Übrigens, haben Sie dieses Gesetz beschlossen, Gary? Das ist jenes, gegen das ihr gekämpft habt. 14, 41 oder so. Sie haben es beschlossen? Sie beschlossen es? Es war über Steuern hier oder so. Du hast es nicht mitgekriegt? Okay. Nun, Forty One wurde inzwischen verabschiedet, soweit ich verstehe, zumindest nach meiner Information zu dem, was ich kriegen kann. Und es soll die Steuerbefreiungen von Kirchen abziehen, die nicht zum Weltkirchenrat gehören und die weniger als fünfhundert Mitglieder haben. Und dann, oh, es war, das steht darin nicht, um abzuschrecken. Und darin steht, dass man vor Gericht gehen muss, um zu beweisen, dass man steuerbefreit bleiben sollte. Und man gibt ein paar Millionen vor Gericht aus, so daß es den Kampf nicht wert ist dann müssen alle die ihren status behalten alle außer jenen die zum national council of churches and denominations gehören was übrigens unabhängige baptisten ausschließt alle außer denen keine anderen ausnahmen euer name eure adresse eure telefonnummer kommt nur weiter herein leute kommt nur herein wird in jedem postamt in den vereinigten staaten ausgedruckt plus ihr könnt ohne jeden grund von den steuerbehörde geprüft werden nur weil ihr dieses ding in anspruch nehmt Darum geht's bei dem Gesetz. Das nächste ist der Genocide Act. Und dieses Gesetz wurde vor acht Jahren besiegt und steht in etwa drei oder vier Wochen wieder zur Abstimmung. Nun, es wird einen ins Bundesgefängnis schicken, falls man jemanden von dem Glauben bekehrt, in dem sie geboren wurden. Ich meine nicht, in den sie von Neuem geboren wurden. Es ist eine Kopie eines Gesetzes in Ägypten, das man alle in ihrem eigenen Glauben in Ruhe lassen muss. Das heißt, wenn man einen Mormonen, einen Katholiken, ein Southern Baptist-Mitglied oder so bekehrt, niemand lacht über diese einstigen Schocker. Wenn man jemanden von einem anderen Glauben bekehrt, sogar wenn sie über 21 sind, können euch ihre Eltern anzeigen und eure Anklage erwirken. Nicht für jemandes Bekehrung, gebt euch das für Völkermord. Und man wird vor Gericht gestellt, nicht für irgendein Fehlverhalten, sondern für Mord. Das stimmt, und das wird durchgeboxt. Das nächste, ist die Kriegsrecht-Force, der Präsidenten, es heißt Martial Law Act. Es wurde bereits letzten November verabschiedet, unterzeichnet und in einem Gesetz in Kraft gesetzt. Status Quo. Jetzt möchte ich etwas sagen, falls ihr nie von diesem gehört habt, das ist deshalb, weil ihr typischerweise etwas tut, worauf die Illuminaten zählen. Nun Leute, ich werde versuchen euer Leben hiermit zu verändern. Wenn sich der Kongress über etwas streitet, über ein Gesetz, dass sie verabschieden werden oder etwas, was sie tun werden oder jemanden, den sie feuern und loswerden wollen, beginnt zu graben und verhindert heraus, was sie wirklich machen, dass man nicht im Fernsehen hört. Die einzige Gelegenheit, zu der sich der Kongress streitet oder Publicity über irgendetwas macht, das sie tun, ist, wenn sie nicht wollen, dass man weiß, was sie sonst noch tun. Es ist ein Deckmantel. Als sie die Düse feuerten, ich kam jetzt im Glauben, dass es Dean war, die im Komitee von Präsident Carter war und so weiter. Als sie ihn feuerten, verabschiedeten sie den Martial Law Act, während ihr nicht hinsaht. Gerade jetzt verabschiedeten sie House Bill 41 und sie versuchen den Genocide Act zu verabschieden, ohne dass ihr es wisst, während sie sich über den Panama-Kanal streiten. Nun, wir werden den Panama-Kanal niemals aufgeben, selbst wenn das Gesetz verabschiedet würde. Denn wir sollten im Jahr 2000 rausgehen und all die Leute in der Politik glauben, dass wir mit dem Jahr 1980 eine Weltregierung haben werden. Also denken Sie nicht ans Aufgeben. Tatsächlich glauben Sie nicht einmal, dass der Panamakanal noch existieren wird, sondern dass er in einem Weltkrieg von der Landkarte gesprengt wird, ungefähr im Jahr 1980. Also Ihnen ist egal, was Sie tun. Sie streiten sich darüber. Wenn sie wollten, könnten sie es sofort verabschieden. Sie streiten sich darüber und verschmelzen und bekennen und erhalten so viel Publicity wie möglich, so sodass man nichts über die anderen Gesetze herausfindet, die sie versuchen zu verabschieden. Also wenn ihr etwas Großes explodieren hört, wie die kommenden Verfahren gegen die Kongressabgeordneten usw., so wegen der Koreasache, dann ist das wohl ungefähr die Zeit, dass sie möglicherweise den Anti-Hoarding Act verabschieden und den Genocide Act fertigstellen. Der Anti-Hoarding Act verbietet euch, mehr als eine Monatsration Nahrung oder eine Monatsration Benzin zu besitzen, bei Strafe von einem Jahr und 5000 Dollar Bußgeld. Ein Jahr im Bundesgefängnis. Nun, ich möchte, dass ihr nach Hause geht und euch fragt, warum verbietet unsere Regierung. Wir, wir hungern noch nicht. Wir werden in Kürze aber noch nicht. Warum wollen Sie ein Gesetz verabschieden, das euch verbietet, mehr als eine Monatsration Nahrung bei euch zu Hause zu haben? Warum darf man keine Nahrung bevorraten? Wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, als man das tun musste. Wir sind jetzt. Es gibt einen Grund dafür. Dies sind die Hauptgesetze, die Sie zu verabschieden versuchen. Nun habe ich all dieses Zeug aus dem Weg geräumt. Jetzt werden wir Schule spielen. Ich werde ein Mikrofon brauchen und ich werde eines dieser Mikrofone bei mir tragen. Wird eines von Ihnen ausgesteckt gehen? Pastor, nicht wirklich. John Todd. okay dann werde ich hier drüben stehen und zeigen entschuldigt dass ich mit fingern zeige